Im Fußball ist nichts unmöglich. Ja, leider war es aber am Sonntag unmöglich, einen Punkt zu holen in Freiburg. Hallo und herzlich willkommen zum Legendentor Klaus Fischer, Rüdiger Bramczyk. Hallo. Das war mal nix. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch im Vorfeld, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht mitgerechnet, dass wir in Freiburg was holen. Weil die letzten Spiele, die wir gemacht haben, auch in Hoffenheim und so, die war sowas von schlecht. Und Freiburg ist eine Mannschaft, die um den Champions-League-Platz kämpft. Und es ist ganz schwer, da zu gewinnen. Sie bei München im Pokal verloren und die haben eine Truppe. Das ist eine Mannschaft, wo jeder für jeden da ist. Und wenn man sieht, ein Gregoritsch, der war mal auf Schalke, den haben sie ausgelacht, auf Deutsch gesagt, ja, der schießt zwei Tore, da muss ich mich wirklich fragen, kennen die Spieler den Gegner nicht? Weil wenn irgendeiner von denen täuscht in Rechtsfüßler, täuscht links und geht rechts vorbei, dann kommt er wunderbar vorbei. Dann lass ihn da am schwachen Fuß vorbei. Das weiß ich. Ich muss als Spieler, muss ich wissen, welchen Gegner ich auf meiner Seite habe und muss wissen, was kann er nicht. So. Ja, also Klaus hat gesagt, die Ausgangssituation war ja schon so, jeder wusste, die haben bis jetzt nur gegen Dortmund und Bayern zu Hause verloren in der Bundesliga, ne? Ansonsten fast alles gewonnen, die wenigsten Gegentore mit Union zu Hause und so weiter. Also dass da schwierig würde, war klar, aber dass wir so chancenlos sind, ne? Da war ja gar nichts nach vorne und hinten, die haben uns mit unseren eigenen Mitteln geschlagen. Ne? Erste Tor, Abschlag, Torwart, einmal weitergeleitet, boom. Nicht reden, handeln. Und da habe ich nichts gesehen, dass sie so heiß waren. Weil wir hatten ja nicht mal eine Torchance. Und deswegen in dieser Situation, wo wir sind, ja, da muss ich eigentlich... Da muss der Trainer verlangen, dass die Mannschaft feite kämpft, bis zum Erbrechen. Aber da hast du nichts gesehen. Genau, also Gregoritsch bei dem ersten Tor, da muss man wirklich sagen, da hat unsere Abwehr sich nicht gut verhalten. Ja, die haben alle nach vorne geguckt, auf demjenigen, der den Ball spielt, aber haben Gregoritsch total aus den Augen verloren. Jens auch, der war, und wenn du heute in der Bundesliga 2-3 Meter am Pass durchkriegst, da bist du weg. Und der Gregoritsch ist jetzt nicht der Schnellste. Aber wenn du dich zu langsam umdrehst und guckst erstmal, dann läuft er natürlich drauf zu. Und da muss man wirklich sagen, ja, also Tore kann der ja machen. Das hat er schon jetzt mittlerweile da oft genug bewiesen. Ja, nur ja, das 12 Tore. Ja. Und das zweite Tor von dem war natürlich ein Glückstor. So halb rechts reingeknallt und er hebt ihn einfach so auf den Kopf. Der hätte auch irgendwo anders hingehen können. Ja, aber ja, das kannst du als Torwart noch niemals halten. Ja, bei den 1000 Chancen, die hatten, waren der dritte und der vierte waren ja auch noch so Glücksdinger. Ne? Ja. Beim dritten legen wir selber vor, spitzelt eigentlich gut den Ball weg, dann landet der bei Höhler. Ja. Und der vierte ist ja der absolute Vollwitz, wo der den Ball irgendwie nicht annehmen kann und es wird zur perfekten Vorlage. Ja, trotzdem. Ich sage, wir konnten das Spiel nicht gewinnen. Nein, natürlich nicht. Ohne Freiburg Torchance. Ist Spitzenmannschaft, die kämpfen um Champions-League-Platz. Und das wissen die auch. Und das sind ja eingeschworene Truppe, wo wirklich jeder für jeden da ist, in jedem Spiel, egal gegen wen sie spielen. Ja, die Konstanz ist natürlich Ausdruck dessen, was da drumherum passiert. Ne? A, seit 100 Jahren die gleichen Trainer. B, die gleichen Verantwortlichen im Verein, in der sportlichen Leitung. Da ist alles ganz ruhig, da weiß jeder, was er tut, ne? Die Abläufe und so weiter. Da haben ja auch andere mit zu kämpfen und wir wussten, dass die besser sind. So, ne? Trotzdem haben wir uns natürlich ganz andere Gegenwehr vorgestellt. Ja, also ich habe ja schon mal gesagt, also die Leute vor der Abwehr, mit 3 Mann vor der Abwehr standen wir eigentlich ganz gut. Das hätten wir vielleicht. Also 3 Sechser. Ja, 3 Sechser, dann standen wir eigentlich immer ganz gut. Also wir müssen ja nicht zu offensiv spielen. Ich fand, wir haben zu schnell angegriffen vorne. Das haben die auch hinten, also man hat auch gesehen, dass da eine clevere Truppe ist, auch der Torwart. Ja, der wartet, dann kommt einer angelaufen, spielt er rechts, spielt er links, dann musst du wieder rüberlaufen. Also die haben uns da so ein bisschen laufen lassen. Das hätte ich vielleicht nicht so gemacht. Also ich hätte gesagt, so, wir stellen uns jetzt rein, lasse kommen und jetzt gucken wir mal, was sie machen.
Also ich wäre erstmal auf 0-0 gegangen. Das ist mir alle zu schnell gegangen, weil da waren auf einmal die Räume gewesen und die Räume, wenn die Räume kriegen, dann machen die Tore und dann sind die weg. Ich glaube, über ein Konzept von Thomas Reis können wir gar nichts sagen, weil so schnell der Rückstand kam, ne? Mit dem 0-1. Thomas Reis hat sicherlich so dermaßen in der Defensive. Ich nehme mal an, dass er sich was ganz anderes vorgenommen hat. Ja, der hat schon ganz gleich auf den Haufen geschmissen, wenn man sich so verhält und wenn man frühe Tore reinkriegt. Ja, dann musst du was anderes machen dann, weil du liegst ruckzuck 2-0 hinten, da kannst du nicht mehr hinten reinstellen. Nee, dann ist vorbei, ne? Aber da hätte er vielleicht eher machen müssen. Also ich hätte es vielleicht so gemacht. Aber er hat wahrscheinlich eine Idee gehabt, weil Latzer hat sich dann ins Mittelfeld zurückgezogen, also in die Abwehr mehr zurückgezogen, wollte dann von hinten auch das Spiel mit draus machen. Aber dann hast du keinen Mittelfeldspieler mehr da. Da fehlt ja irgendwo ein Sechser, der einen Ball annehmen kann. Das war nur Kral, der da auch kreuz und quer gelaufen ist. Ja, der sich bemüht hat, aber der kann ja nicht rechts stehen und links stehen. Du musst ja irgendwie auch Leute haben, die du ins Mittelfeld auch mal anspielen kannst. Und das, wir sind gar nicht so richtig nach vorne gekommen. Deswegen haben wir auch keine Torschancen gehabt. Aber ich glaube nicht, dass wir die Qualität haben, gegen solche Mannschaften zu bestehen. Das glaube ich nicht. Und deswegen müssen wir die Spiele auch nicht gewinnen. Und was ganz gefährlich ist jetzt, die letzten Spiele. Wir haben noch Werder Bremen zu Hause, wir haben noch Eintracht Frankfurt zu Hause, sind in Leipzig, in München. Und in Mainz. Und in Mainz. Die sind ja nicht so gut in Form. Nein, überhaupt nicht. Die haben nur 3-1 gegen Bayern gewonnen. Du siehst ja auch wieder an andere Mannschaften, die gewinnen mal solche Spiele. Und ich habe immer schon gesagt, wir müssen mal ein Spiel gewinnen, wo man wirklich nicht mit rechnet. Aber dieses Spiel in Freiburg konnten wir nicht gewinnen. Ja, also gesamte Offensive hatte ganz, ganz wenig Ballaktionen nur. Die haben kaum die Pocke gekriegt in der ersten Halbzeit. Ne? Und dann war es relativ schnell auch mit dem zweiten dann vorbei schon. Ja, jetzt ist die Sache, Schwolo hatte vorher gesagt, wir sind heiß gewesen, wir waren wirklich gut, ne, vorbereitet und wollten unbedingt was, auch durch die Ergebnisse am Vortag war es ja perfekt hingelegt für Schalke eigentlich. Und dann kommt nichts. Jetzt könnte man sagen, haben sie nicht angestrengt oder so, das kann man ja nicht glauben. Ne? Wir wissen ja, dass die Jungs, die haben ja auch in anderen Stellen bewiesen, dass sie Drucksituationen aushalten, hier gegen Hertha zu Hause, wenn wir das verloren hätten, wären wir auch weg gewesen, ne? So. Das haben sie schon bewiesen. Wie kann sowas passieren? Dass wir nach der Hinserie, war ja alles klar, Schalke ist der erste Absteiger ungefähr. Da haben wir uns gefangen. Wir haben unter Druck gespielt. Da hast du bei jedem Spiel Druck, egal wo du spielst. Das haben sie ja durch die Serie, die sie hatten, mit nicht verlorenen Spielen, bewiesen. Und es kann nicht sein, dass du nach Freiburg fährst und da so unter Druck stehst, dass es so abläuft, wie es abgelaufen ist. Das war einfach eine schwache Leistung und die Mannschaft ist gefragt. Nicht der Trainer, aber die fit sind sie, so ist es ja nicht. Und der Trainer stellt sie mit Sicherheit ein. Aber jetzt muss von denen was kommen. Von Torwart bis zum Linksaußen. Und das ist zu wenig. Also wir hatten zu viel Ausfälle in der Truppe gehabt. Also ich glaube, also da hat nicht einer die normale Form gehabt wie gegen Spiel hier gegen Hertha. Also du konntest also wirklich nicht einen, nicht einen einzigen. Ja. Das ist ja noch hinter uns. Ja, ist richtig, aber mal abwarten, wird noch alle kommen. Ne? Aber ich sag mal, die Einstellung hier gegen Hertha war okay. Aber wir haben überhaupt keinen Griff gekriegt. Wir haben schlecht gespielt. Jeder, ich weiß nicht, was mit der Mannschaft war. Auch Bülter, der war diesmal, wo der Bülter natürlich auch schön abgedeckt worden ist, da muss man einfach sagen, dann haben die schon schnell erkannt, der Streich, also den muss ich schön, ab und zu haben sie ihn gedoppelt, dann kam er nicht vorbei. Und dann hat er auch gemerkt, oh Scheiße, ist nicht heute mein Tag. Und schon das sind einfache Handwerker, was die da hinten haben, die tun ihre Arbeit. Ja. Genauso ist es klar. Und das, was der Trainer denn wahrscheinlich sagt, das erfüllen die. Wenn ich den Lied hat. Ja, sonst hätten die nicht so einen Erfolg. Ja, das ist kein, ja. Aber der ist drauf, der gibt dem Gegner keinen Meter Raum. Ja, und das reicht dann. Ja,
Wenn jeder weiß, was er tut, ne, und ja, jahrelang erprobt, dann sieht es so aus wie in Freiburg. Jetzt, wenn es einen anderen Legenden-Talk gäbe, es gibt natürlich nur einen, es gibt nur den Legenden-Talk in Königsblau, aber wenn es den in Hoffenheim gäbe, in Bochum und in Berlin, würden die ja auch da stehen, so wie wir heute, und sagen, in so einem wichtigen Spiel, so eine Leistung. Hoffenheim verliert gegen Köln zu Hause 1-3. Die haben gesagt, sie machen damit den nächsten Dreier, der ist ja schon eingeplant. Ja, dann Hertha verliert gegen Bremen 2-4, obwohl der Füllkrug nicht spielen kann, dann macht der Duxch eben 3. Ne? Bremen kommen wir natürlich später noch drauf. Aber für Hertha war ja auch die letzte Chance. Oder eigentlich können die kaum noch was reißen jetzt. Dann hast du Bochum, die gegen Wolfsburg gedacht haben, hey, die Wolfsburger, die packen wir mit unserer Begeisterung hier, Publikum und so weiter, und kriegen 5 Stück zu Hause. Ne? Also alle, bis auf Stuttgart, die da am Ende mit so einem Glücksgestolpert-Tor noch ein 1-1 machen in Augsburg, hat jeder hoch verloren und hat jeder richtig versagt. Ja, so, es ist ja nicht so, dass alles vorbei ist bei uns. Bei weitem nicht. Aber es muss eine andere Leistung. Müssen wir da unten sehen, schon am Samstag gegen Werder Bremen. Weil die anderen Spiele, die brauchen wir nicht wiederholen, gegen wen wir spielen. Und deswegen, ja, Werder Bremen zu Hause, aber die können locker aufspielen. Man weiß ja selbst, wenn man locker aufspielen kann, dann läuft alles automatisch und der andere steht unter Druck, muss unbedingt, und dann, ja. Ja, wir haben ja auch oft genug gegen Bremen gespielt, also in Bremen, kann ich mir, also, oder weiß ich noch, das weißt du ja auch, ja, in diesem fürchterlichen Stadion. Aber wahrscheinlich nicht um den Abstieg. Nein, nicht um Abstieg, aber ich wollte damit nur sagen, gegen Bremen, in Bremen haben wir uns immer schwer getan. Hier zu Hause haben wir sie meistens schön weggehauen, aber scheiß Bremen, das ist immer so eine unangenehme Truppe gewesen, da wusste ich sie auch nicht so richtig. Eine Zeit lang haben die oben die Meisterschaft gespielt und dann ein anderes Jahr darauf waren sie unten gewesen und keiner wusste warum. Also ich sehe Werder Bremen zurzeit, sehe ich sie sehr gut, weil das ist wieder so eine Mannschaft geworden, die rennen alle miteinander. Der Trainer hat da gute Arbeit gemacht, das muss man wirklich sagen, und das ist auch hier ein Ritt auf der Rasierklinge jetzt hier am Samstag. Wenn wir das Spiel verlieren, dann, Jungs, dann kannst du einpacken. Also dann kann ich mir nicht mehr vorstellen. Trotzdem, wo, wenn du die Spiele, die anderen dann wieder siehst, Bochum zu Hause gegen Bayern, Bayern zu Hause gegen Hertha, glaube ich, ne? Und Stuttgart, Gladbach. Stuttgart gegen Gladbach. Also die können auch alle verlieren. Also es kann auch sein, wenn wir verlieren, dass wir immer noch irgendwo in der Auslosung dabei sind zum Drittletzten. Also im Fußball ist alles möglich, aber wie gesagt, du musst eigentlich jetzt hier Werder Bremen schlagen, sonst ganze, du weißt, in Bremen, wenn wir da oft gespielt haben, du hast ja vorhin noch mal erzählt, der lange Nickbo, weißt du das noch, einen Abschlag gemacht? In Bremen war das anders als zu Hause. In Bremen war immer schon, weil die haben eine lange Zeit auch eine gute Mannschaft gehabt. Ja. Und wenn da mal Wind ging, das kannten wir überhaupt nicht. Der Norbert Nickbo hatte mal den Ball weggeschlagen, dann kam er 20 Meter vorm eigenen Tor wieder runter. Und in der zweiten Halbzeit, wo wir in München haben sie den Föhn mit dem Weg gespielt, haben wir verloren. Ja, Föhn war ja gut für uns. In München haben sie mit dem Föhn gespielt, ja, und am Weserdeich kam manchmal der Sturm auf. Da weiß ich gar nicht, wie der Fichtel ausgehalten hat, der Junge aus Westfalen, da in der Kälte oben. Und dann hat er noch so lange gespielt. Tanne, herzlichen Glückwunsch. Ja, auch als Fan war das keine schöne Fahrt nach Bremen, aber zu Hause, ne, habt ihr super Bilanzen. Du hast mit Schalke 4-mal zu Hause gegen Bremen gespielt, alle 4 gewonnen. Auch mit den anderen Vereinen nie verloren. Du hast 8-mal für Schalke ein Heimspiel gegen Bremen gehabt, 7 gewonnen, ein Unentschieden. Wenn das ein Omen sein soll, nehmen wir es gerne. Ja, gerne. Wir müssen uns unten auf die Bank setzen. Ja. Vielleicht bringt das Glück, hör mal. Das kann doch sein, dass sie, wenn dann nur allein, dass sie uns sehen, sagen die schon Scheiße. Sie haben Angst dann? Ja. Ja, aber da geht kein Weg dran vorbei, dieses Heimspiel. Der Reis muss jetzt alles machen, hör mal. Alles. Musst du einfach gewinnen. Ja. Naja, also ich meine, es geht aber, ne, für die aktuellen Serien gilt, wir sind von einem Angstgegner zum anderen. In Freiburg, gegen Freiburg haben wir jetzt in den letzten 8 Spielen keinen Sieg, 7-mal davon kein Tor geschossen. Ne? Naja. Und gegen Bremen haben wir seit 2016 nicht mehr zu Hause gewonnen. Damals Torschützen, Doppeltorschütze Schöpf und Bentaleb.
Das ist wirklich aus einem anderen Jahrzehnt, hat man das Gefühl. Ne? Also ist ja auch ein anderes Jahrzehnt, aber man denkt, das ist zwei Jahrzehnte her. Ja, und ansonsten sind die gerade vorne sehr stark. Ne? Duxch, Füllkrug könnte jetzt wieder, war ja an der Wade verletzt. Könnte sein, dass er gegen uns wieder aufläuft. Und die besondere Situation für Bremen ist... Du meinst Füllkrug? Füllkrug, ja. Duxch hat ja die drei Duxch, Tore. Ja, ja. Duxch funktioniert Füllkrug. Super und Füllkrug könnte noch dazukommen. Ja. Und die Bremer sagen nämlich, wenn wir auf Schalke gewinnen, dann sind wir durch. Dann haben wir den Klassenerhalt sicher. Die haben noch so ein kleines Trauma vom letzten Abstieg, wo sie an den letzten, ich glaube, 8 Spielen keins mehr gewonnen haben und dann abgestiegen sind. Und das wird denen immer wieder aufs Brot geschmiert und jetzt sind die Ergebnisse ja ganz anders und die sind sowieso durch. Ne? Ja. Aber die haben sich vorgenommen, hier zu gewinnen, damit sie dann tanzen können vor ihren Fans und da müssen wir was gegen tun. Ja, auf jeden Fall müssen wir viel tun. Natürlich haben wir die 60.000 hinter uns. Aber das nützt ja auch nichts, wenn von dir nichts kommt. Ja? Und du musst auch anders spielen als in Freiburg. Du spielst hier zu Hause. Du musst das Spiel gewinnen. Und wie das gehen soll, ich muss einen Trainer wirklich bewundern, wenn er dann das auf den Platz bringt, um dass wir das Spiel gewinnen. Was er denn erklärt, was er denn sagt. Aber von Anfang an, ob spielerisch gut oder nicht, interessiert nicht. Von Anfang an muss ich die Bremer so unter Druck setzen, dass sie vielleicht auch Fehler machen. Und natürlich auf die beiden muss ich höllisch aufpassen. Weil die beiden liegen in der Torschützenliste ja ganz weit vorne. Und wenn ich die dann im Griff habe, wenn die kein Tor machen, wie von den anderen, die sind nicht so torgefährlich, ja, dann sieht es nicht so schlecht aus. Ja, und hinten sind sie anfällig, das ist klar. Da kann man was machen. Da muss man eben den Druck hochhalten. Wieder das Problem, gehst du vorne drauf, bietest du Raum im Rücken an. Das wäre dann für schnelles Umschalten mit Duxch und Füllkrug natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Ja. Oder ziehst du dich zurück bei einem Heimspiel. Man weiß es nicht. Die Gefahr, dass du dann zu passiv wirst und nur noch reagierst, ist auch zu groß. Ne? Eigentlich mit den Zuschauern im Hintergrund. Ja, du musst dich schon unter Druck setzen. Du darfst nicht so weit vom Gegner weg sein, dass du Druck machen kannst. Und vielleicht machen sie dann auch Fehler. Ja? Aber wir müssen Fehler vermeiden. Und was wir Fehler machen, ist ein Wahnsinn. Also wir haben ja in Freiburg Mann gegen Mann gespielt, fast so ein bisschen. Das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Es gab so Situationen, nur wie gesagt, die Tore sind zu schnell gefallen, das ganze System ist in die Hose gegangen. Hier zu Hause müssen wir wieder Ärmel hochkrempeln, Jungs, und es gibt nichts anderes, als erstmal Gas zu geben, zu kämpfen und dass du dann reinkommst. Weißt du, wenn du wieder anfängst, Fußball zu spielen, das ist nicht unser Spiel. Unser Spiel ist hier wie gegen Hertha volle Kanne draufgehen. Probieren, die Leute unter Druck zu setzen, aber richtig hinzugehen. Nicht so halbherzige Sachen, ja, sondern wenn, dann richtig drauf und dass wir dann wieder nach vorne kommen. Und ja, wie gesagt, wenn wir immer ein Tor machen, spielen wir dann auf einmal wieder ein bisschen besser. Und das muss uns gelingen zu Hause, so schnell wie möglich ein Tor zu machen. Dann sehe ich die Chancen hier gegen Werder dann schon ein bisschen besser. Nehmen wir das als Ratschlag, ne, wie es funktionieren könnte. Vielen Dank. Am Anfang haben wir gesagt, nichts ist unmöglich im Fußball, aber mit so einer Leistung holst du keine Punkte mehr. Jetzt sagen wir, nichts ist unmöglich. Es kann auch alles wieder besser und gerade eben hier zu Hause vor unseren Fans gegen Werder Bremen. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, Abi. Ja, tschüss und Glück auf. Nächste Woche ist Montag, Feiertag, also erst Dienstag. Jawohl. Ja? Also, bis zum nächsten Dienstag dann. Glück auf.